Hallihallo zurück bei BeatConnect TV. Hallo. Neben mir steht hier der Andreas und der Jens. Und der Jens und der Andreas, die sind von Rebar bzw. Made of Concrete. Und ihr kommt woher? Also ich bin aus Dresden. Ich aus Berlin. Dresden, Berlin, krasse Kombo. Also, also überall geht was. Also bei Dresden geht was, in Berlin geht was. Ja. Wie habt ihr euch gefunden? Also wie ist es zusammengekommen? Wir haben mal zusammen gespielt, irgendwie ganz zufällig und vorher connected und dann ja, seitdem eigentlich Kontakt gehalten und genau. Ja, also ich komme eigentlich auch aus der Gegend von Dresden sozusagen und ja, genau. Er kannte mich schon vorher. Ich kannte, das war's mit, er war berühmter wie ich, das war echt nervig und frustrierend für mich. Was, aber, er war auch berühmter? Aber, ja, aber auf der Party, wo wir gebucht waren, war ich der Headliner, von daher war es schon ganz ja, geil. Ja, du warst der Headliner, aber naja, red mal nicht weiter drüber. Okay. So, und als Rebar oder Made of Concrete habt ihr jetzt ja bei auf der Groove zum Beispiel eine Rezension bekommen zu eurer letzten, zu eurem Release, was jetzt rauskommt am 28. Januar? 26. Januar. 26. Genau. Januar. Vinyl Only und genau, die haben halt die Digitalpremiere gemacht. Sind auch die einzigen, die das digital dann hosten werden. Okay. Genau, ja, es war für uns extrem überraschend, weil, ja. Kleiner Name in Anführungsstrichen und auf einmal. Erstes Release, neues Label irgendwie und dann Groove ist schon schön. Da habe ich gelesen drin, dass ihr 21 Release habt, aber es sind ja eigentlich 19, ne? Habe ich vorhin rausgehört. Erklär mal. Ja, es sind 19 Release, weil die haben halt wahrscheinlich, also vielleicht bei Discogs gelesen und da gibt es halt Doppelung mit Digital und Vinyl Release. Ja. Und genau, aber eigentlich sind es 19 Veröffentlichungen, digital und Vinyl, 14 Vinyl und Rest, ja, digital. Okay, und das Ganze gibt es jetzt 3 Jahre. Also. Seit 3 Jahren. Ziemlich genau 3 Jahre, ne? Ja. So knapp. Wann haben wir Geburtstag? Februar. Ja, genau. Februar, 3. Geburtstag. Okay. Gibt es auch eine Veranstaltung dazu, ein Release von unseren. Wo habt ihr da was geplant? In der Renate in Berlin. Oh, okay. Genau, und der Release zum Geburtstag kommt von unserem Liebling Alec S. Hi. Ganz liebe Grüße an dich. Genau, das ist unser Label. Guck bestimmt zu. Ach, Quatsch. Okay, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, euer Sound, da bewegt sich ja vom Ambient zum Techno, irgendwie was dazwischen und ihr habt von uns erzählt, dass ihr irgendwie Field Recordings macht und wie seid ihr darauf gekommen? Also warum Field Recordings? Also wir arbeiten als Rebar sehr gerne mit Field Recordings, weil es einfach ja, cool ist, irgendwie immer Alleinstellungsmerkmal hat, jedes Recording ist anders und ist irgendwie wahnsinnig, ja. Schon interessant, definitiv. Aber tendenziell versuchen wir eigentlich mit Made of Concrete wir meistens irgendwie einen Ambient-Track mit drauf, eine Techno-Nummer, einen Remix. Mhm. Das Ganze sehen wir bei dem neuen Projekt Rebar ein bisschen anders. Ja. Also das Ding ist halt, der Unterschied ist, glaube ich, Made of Concrete ist eher, hat schon so einen fixen Sound zwischen Dub und Techno, sage ich jetzt mal. Ab und zu mal eine Ambient-Nummer, wie gesagt, und Rebar ist sogar stilistisch noch ein bisschen freier. Also machen wir wirklich, wir haben so eine, fast eine Disco-Nummer ist falsch, aber so eine, man kann sie nicht einordnen, eine Zwischennummer so, und das ist halt das Ding, was wir da machen wollen, das ist halt so. Also ich kaufe eine Platte und kann damit halt verschiedene Sachen abdecken. Genau. Wir wollen eigentlich keine Genre-Ketten, wir wollen eigentlich machen, was wir wollen. Wir wollen nicht irgendwie in irgendein Genre gedrückt werden, sondern wir wollen eigentlich unser Ding machen. Das war auch das Lustige bei der Platte jetzt oder im Feedback, dass wir wirklich von Techno, die jetzt bald rauskommt, eben von Techno bis Disco, irgendwie alle DJs haben Feedback gegeben. Und da hat auch ein Disco-DJ quasi, hat irgendwie das gespielt in wo war das, in Südkorea, genau. Ja. Das ist irgendwie so, wo du denkst, so, hä? Und obwohl wir eigentlich ja mehr Techno spielen, ist es natürlich dann sehr witzig, dass solche Leute dich finden und spielen. Das ist schon ein schönes Gefühl, sagen wir es mal so. Okay. Was habt ihr jetzt noch geplant als Rebar? Also wie soll es jetzt weitergehen für 2018? Ist ja nur gerade angefangen. Hat ja gerade erst angefangen, oder? Hat er gerade gesagt. Ja, ihr habt also erstmal die erste Platte rausbringen, die erste Rebar-Platte rausbringen, Labelgeburtstag feiern. Das sind so erstmal die großen Marker sozusagen. Und danach sehen wir weiter. So. Klar, ihr wisst Bescheid. Viel Spaß beim Reinhören. Jo, ciao. Danke, ciao. Ciao.